Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2, in dem wir in der verlorenen Festung sind. Immer noch. Dieser Ort, er wird mich ewig festhalten anscheinend. Na egal. Es ist noch halt ein paar Sachen, die ich halt noch nicht gemacht habe, ich aber gerne machen möchte. Darunter die Köter hier mal beiseite hauen. Scheint zu funktionieren. Eventuell schaffe ich sogar den Verfolger zu machen. Offenbar droppen die ja. Funkel-Titanit. Wieso hat er jetzt nicht draufgehauen? Verdammte Kacke. Ach, Dreck. Was ist? Mann. So unnötig viel Schaden bekommen von den Zweien. Dreien. Also wie viele auch immer. So, ich habe halt das Gefühl, hier werden wir nochmal den Verfolger treffen. Deswegen werde ich jetzt den Ort hier mir mal ein bisschen frei machen. Natürlich. Natürlich. Auf dich zu bücken. Also tot? Gut. So, Verfolger. Nur du und ich. Oh, yeah, yeah. Okay. Das ist gerade nicht so optimal. Ich muss mich nämlich dringend heilen. Ah, der trifft mich irgendwie. Nein. Gibt's nicht, aber die sind wirklich böse. Die sind richtig böse. Die können irgendwie gefühlt etwas mehr. Vielleicht, weil sie auch schon in dieser komischen Form sind. Schwierig. Ja, ich bin ja gleich jetzt um die Ecke. Wir haben die paar Köder um. Diesmal nehme ich mal mein kleines Schwert, weil ich glaube, dass diese Entity ist einfach für die kleinen Viecher nicht so optimal gedacht. Ja, den Verfolger, den will ich eigentlich verdrängen, schon auf die Nutze hauen. Verdammt, der ist schon dort. Wieso hast du dein Schild oben? Kollege! Gibt's ja wohl nicht. Wow. Zuerst Schild? Ernsthaft? Ah, ich bin wahrscheinlich zu weit reingelaufen, deswegen habe ich ihn ausgelöst. Na gut. Früher oder später werde ich mal meine Ruhe haben vor denen und dann nehme ich ihn ganz besonders zu Herzen. Glaube ich. Mist. Na. Könnte schon wieder nach hinten losgehen, alles. Nee. Oh je. So, gibt es eine Möglichkeit, dass du mich mal kurz in Ruhe lässt? Okay, alles klar. Oh, hat sogar ihn erwischt. Ihn sogar mehr. Oh ja, jetzt holt er die Szene wieder aus sich heraus. Oh, wie mich das einfach ohne Weg trifft. Ach, komm schon. Musste der nicht mal langsam müde sein? Oh.
Das wollen wir ja nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht? Ach. Die Umstände waren jetzt nicht gerade auf meiner Seite. So, jetzt aber. Dann kann ich das mal zwei jetzt ab. Kommt doch her. Das möchte ich nicht aufbeschwören unbedingt. So. Ja, es geht doch vorwärts. Oh nee! Irgendwie habe ich das Gefühl, der Köder, der muss gemacht werden. Der geht mir dann penetrant so auf den Zeiger. Eigentlich der Typ war mit der Armbrust auch, aber ich erwische den ja nicht. Ohne dass der dann kommt. Ach. Ärgerlich. Seele! Köder! Ich sagte Köder. So, habe ich ihn schon auf? Ja, natürlich. Natürlich habe ich das. Das war die Gelegenheit. Es war die Gelegenheit. Er lag im Dreck. Okay. Wie gehen wir das denn jetzt am besten an? Gar nicht. Das gehen wir gar nicht mehr an. Dreck. Ah, ich wusste es. Er wird liegen. Und wieder ein Titanit, ein Glitzern. Sehr schön. War auch ein bisschen riskant, dass ich zwar mich jetzt nicht geheilt habe, aber der lässt mich ja auch nicht. Jetzt müsste es mal so sehen. Ist ja nicht so, würde ich hier total die Herausforderung suchen oder so. Nein, der lässt mich einfach nicht. Bam. Da liegt ein Dreck. Ja, wir waren hier mal durch. Unser eigentliches Ziel. Hier sind diese ganzen explosiven Typen, da fällt mir ein, da könnte ich ja eigentlich das Kurzschwert eher nehmen. Vor allem, weil ja auch hier wieder Köter kommen. Die lassen wir nicht explodieren. Darauf lassen wir es gar nicht erst ankommen. So, den Weg haben wir ja schon bereits. Wir sind dann noch einen Weg noch nicht entlang gegangen. Sagen wir mal zum Teil. Wo ich aber wusste, den will ich gehen. Das wusste ich. Aufnehmen. Helm. Sehr schön. So, du willst jetzt zu mir rüber, ne? Genau. Ja, und wir, das will. Na, lasst ihr euch Zeit. Ich lasse mir auch Zeit. Und währenddessen wechsle ich die Waffe. Was vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, weil ich glaube, hier ist Sprengpulver dabei. Nimm mal wieder Skimmy. Skimmy, Skimmy, Skimmy. Ninja! Genau. So, wir selbst sind ja sonst immer diesen Weg entlang gegangen. So kamen wir dann zum Sünderhügel. Was wir noch nicht gegangen sind, ist der Weg hier. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was uns hier so erwartet. Wenn uns überhaupt hier was erwartet. Hä? Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Ist klar. Ist ja gar nichts. Also kann ich die Falle umgehen, merke ich gerade. Na toll. Alles für nichts und wieder nichts irgendwie. Wir gehen mal zum Leuchtfeuer.
Wir können uns jetzt mal ein paar Levelers fix. Ich gehe wieder auf Belastung, oder wie man es nennt. In der Hoffnung, irgendwann mal schicke Rüstung zu tragen und sie dann dementsprechend auch aufzuwerten. Ich bin eigentlich bei der verlorenen Festung, zumindest im ganzen Bereich so, müsste noch irgendwas sein. Wie viel brauche ich eigentlich mittlerweile für ein Level-Up? Habe ich gar nicht aufgepasst. 10.000! Das reicht wahrscheinlich nicht mal für zwei. Doch! Ja, gut. Können wir jetzt mehr tragen? Besonders mehr wird es jetzt auch nicht. Weil hier habe ich 1,4 und wenn ich dann. Ja, 1,2, okay, ups. Hier habe ich halt mehr Rüstung, allerdings nicht gegen Blitz. Hier sind wir bei 4,3, 4, 4, 6. Ja, das habe ich jetzt ein paar Mal. Und der dicke Kopf. 6, 8. Und wir sind nur noch unter 70%. Den nehme ich. Okay. Jetzt reisen wir wieder zur Festung. Und zwar... Straight Cell? Das ist der Boss-Schmied-Dienstboot. Gibt es da noch was? Nee. Der ferne Turm. Ich glaube, ferner Turm müsste es gewesen sein. Ansonsten muss ich jetzt mal rumprobieren. Aber es ist schön, dass ich ein bisschen mehr Rüstung schon, zumindest härtere, tragen kann. Das macht mir einfach ungemein alles leichter. Und nein, das war nicht der. Ach, Mann. Wieso? MacDuffs Werkstatt. Da kann es ja nur Dienstbotenquartiere sein, oder? Oder nee, warte mal. Ach, das gehört doch hier zum Sünd... Da wollte ich nämlich hin. Ach, komm. Ja, hier haben wir doch die Gargoyles auf einmal gesehen, die hier... Beziehungsweise, ich gehe jetzt mal davon aus, das sind Gargoyles. Die sind doch irgendwie... da lang geflogen, ne? Ah, das ist der hier oben. Interessant. Irgendwie sind die doch da lang geflogen. Also muss hier doch noch irgendwo was sein. Ist zumindest jetzt meine Theorie. Runter, ganz runter brauchen wir ja nicht zu gehen. Würde sich wahrscheinlich auch gar nicht so lohnen. Gut. Oh, mal gucken, vielleicht finden wir ja was. Gut. Gehen wir die Typen auf den Zeiger. So, ich, wie gesagt, ich will ja nicht runter. Aber irgendwie mehr als runter habe ich ja eigentlich gerade gar nicht, sehe ich. Oh, da liegt ja noch was. Vielleicht von hier oben irgendwie, geht das? Oder von da? Ah ja, Tatsache. Hier würde gehen. Naja, immerhin. Also hätte ich gar nicht die alle töten müssen. Gut. Weißt du Bescheid? Den haben wir auch beiseite geräumt. Da links ist noch einer. Jetzt hier drin sind die... Naja, diese komischen Sprengsätze. Boah, ich hasse es, wenn das passiert. War ich hier unten schon? Nee, ich glaube nicht. Ha. Jetzt, da komme ich da rein. Achso, es ist diese Kette. Boah! Mach das doch nicht. Oh. Was ist das? Oh, oh, okay, ja, ganz cool. Ganz ruhig bleiben. Ah, als ob man hier auf dem Minenfeld herumläuft.
So ist das hier gerade. Ich wusste es. Ein leerer Raum. Ha! Den willst du dir für dumm verkaufen? Grüne Blüte. Das war es nicht wert. Das war es einfach nicht wert. Nein. Das war scheiße. Leiter. Leitern sind gut. Da kann man immer hoch. Hier ist auch nicht so wirklich viel mehr. Verdammt. War es notwendig? Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier noch? Habe ich das schon versucht? Also. Aber eventuell gibt es doch bestimmt hier noch irgendwie was. Irgendwie, weiß auch nicht. Einen Weg. Verrückt. Ich weiß. Oh, was haben wir hier? Ist verschlossen. Na gut, ich würde sagen, das schaue ich mir einfach mal irgendwann später an. Anstatt hier jetzt herumzueiern. Tür des Pharos, Eldora, Schattenwald. Habe ich irgendwie Bedarf auf irgendwas Besonderes hier? Nein. Ich würde sagen, wir werden jetzt noch dahin gehen, was ich eigentlich noch irgendwie machen wollte. Irgendwie. Es geht hierbei um den Weg nach da unten. Den wollte ich nochmal gehen. Den. Ich will allerdings, das mit so wenig Ballast machen wie möglich. So, hier werde ich jetzt mal kurz auf den Ring verzichten und den Katzenring nämlich tragen. Wodurch nämlich mein Fallschaden verringert wird. Zack. Und wir haben es überlebt. Cool. Nebenstein. Danke. Und zack. Wahrheitsverkünder. Sehr schön. So. Das könnte jetzt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich werde mal mit vollem Leben da runterspringen wollen. Solide gebaut, würde ich sagen, bin ich. Naja, es geht. It's me, Akuta. So. Fällt mir gerade ein, ich könnte ja eigentlich auch auf eine Waffe mal kurz verzichten. Warum nehme ich eigentlich die leichtere von beiden? Skimi. Da. 7. Für den Fall der Falle. Ich glaube jetzt gerade nicht, dass da irgendwie was ist. Okay, wo kann ich denn jetzt sonst hin? Muss ich da wirklich versuchen? Das könnte knapp werden, ne? Ich meine, das ist halt echt nicht ohne. Schaut euch mal den Abstand an. Zu weit. Oh Gott, nein. Oh mein Gott! Giftiges Moos. Und da ist ein Weg. Nehmen wir. Sehr schön. Heiligengrab mit Bonfeuer. Sehr schön. Wird immer besser. Kurz rasten, damit ich auch dann wieder hier spawne für den Feind meines Todes, weil ich will eigentlich gern weiter runter. Bevor ich jetzt da lang gehe zum Heiligengrab. Das wird ein Spaß im Heiligen Grab.
Oh, ich glaube, ich sehe gerade, da gibt es auch noch einen anderen Weg. Na gut, dann machen wir das anders. Wir rüsten uns wieder vollkommen aus. Wingards Kopf. Diese Gürmrüstung. Handschuhe. Na, welche Hosen sind in Ordnung? Nehmen wir hier. Mensch, sehe ich sexy aus. Gut, dann durchstreifen wir mal das Heiligengrab, würde ich sagen. Noch. Haben wir noch Zeit. Passt. Was so? Na du, gefährlich? Es geht. Aber viel aushalten tut er irgendwie. Keine Ahnung. Nur am Lachen? Weiß er nicht. Was ich davon halten soll. Sehe ich schon, du bist so ein Minenarbeiter. Immer schön weitermachen. Ah, das ist provokant. Es liegt da, man kommt aber nicht dran. Ratten! Warum halten die so viel aus gerade? Das ist mir irgendwie nichts. Der kommt jetzt doch hier. Sag mal. Wolltest du nicht deine Minen machen? Das hält hier so extrem. Oder kommt mir so vor? Fällt mir ein, ich kann den Katzenring erstmal wieder rausnehmen. Und solange ich ja eh noch nichts Großartiges haben werde. Seele. Nehme ich. Ja, vielleicht kommt ja noch was Großes vor. Außer Ratten. Ah, hier ist ein Wahrheitsverkünder. Oh, ich glaube, den werde ich gleich benutzen. Hab ja immerhin einen bekommen. Ja, und du bist, die halten verdammt viel aus. Warum? Die sind ja richtig krass, die Viecher. Jo, ich möchte den Wahrheitsverkünder benutzen. In dem Moment. Sehr schön. Ist hier noch einer? Wozu? Ein Stein. Wow. Nee, das will ich jetzt wissen. Wozu? Was habe ich getan? Das Licht ist aus. Wieso? Hier ist auch einer. Ach nein. Warum? Für was? Ach komm. Wir sind halt verschwenderisch, okay? Was passiert jetzt? Die Ratten werden das. Was zum Fick? Warum? Was bringt das? Was? Was? Roy, der Erkunder. Ach nö, nicht schon wieder eine Invasion. Oh, da ist er ja. Hey, Roy. Also, allzu viel wird er nicht aushalten. Ich meine, der ist ja auch zum Teil nackt. Ach komm, jetzt ärgere mich doch nicht hier. Mann. Ein Training verbannt. Ja. Ich verbanne dich. Verrat. Da ist eine Nebelwand. Ich habe ein Menschenbild erhalten. Ich bin toll. Oh, Bonfire. Nebelwand. Kurz hier rasten und dann kommen die Ratten wieder. Ich habe jetzt aber mehrere Wege irgendwie freigemacht. Ich weiß gar nicht, ob die alle so weit bringen. Ist hier sonst noch irgendwas? Wozu habe ich hier das Wasser jetzt gelassen? Irgendwie habe ich das Gefühl, die große Waffe bringt bei denen hier nicht so viel. Oh, da liegt doch was. Heimatknochen, dreimal, cool. Meine Eizorf benutzt du zwar nicht, aber kann man immer nehmen.
Das so viele Wahrheitsverkünder. Wo soll ich die denn alle herholen? Wo kommt die eigentlich da und her? Könnt ihr das mir mal kurz erklären? Verdammt! Reparaturpulver. Nice! Wieso haben Ratten Reparaturpulver? Wollt ihr mir sagen, sie sind alles Fresser? Und hab einfach mal aus Spaß! Warte mal. So, jetzt hab ich das Wasser hier? Bringt nichts. Okay. Warum läuft das Wasser hier? Warum habe ich meine Wahrheitsverkünder verballert für so einen Müll? Ich meine, okay, hier kann ich nochmal rüber. Vielleicht bringt hier drüben irgendwas mir, bevor ich jetzt durch die Nebelwand gehe. Ist ein Statuen. Rattenstatuen. Die werde ich nicht mit dem Duftzeigglieder lösen. Giftiges Moos. Ratten. Oh ja. Die hatten wir noch gar nicht gehabt. Fackel und Flüsse der Pfanne. Ah, jetzt bekannt, hat nichts gebracht. Ach, und so würde ich. Okay. Na gut. Da reicht ja eigentlich einer dicke. Ganz dicke. Okay. Wir werden jetzt zur Nebelwand gehen. Komme, was wolle. Hier ist sogar gleich ein Bonfeuer. Besser kann es nicht werden. Das muss noch mal kurz hin. Menschen später haben wir eh genug. Schauen wir mal. Okay, ich sehe schon. Ratten, habe ich recht? Ach, Dreck. Muss mal Ausdauer generieren, Leute. Wartet mal. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde kurz heilen. Ah, diese Statuen sind echt nervig. Königlicher Rattenvorhut. Okay. Irgendwo ist Big Daddy. Ah, das sieht aus wie Big Daddy. Okay, okay. Nein. Ach. Ich habe Big Daddy verloren. Okay, okay, okay. Abstand gewinnen. Heilen. Wo ist Big Daddy hin? Ich kann das den ganzen Leben lang Tag. Ratten vernichten habe ich früher gern gemacht. Na, als Kind. Habe ich kein Problem damit. Ich nehme meinen Lebenstein. Nein, nein, was? Was zur Hölle? Was passiert? Ich werde zu Stein. Mann, weil ich erst ein Papier habe, hat immer positive Chancen. Positive Chancen, was soll das heißen? Egal. Gut. Hat die so ganz geklappt? Meine Seelen sind da drinnen. Jetzt probieren wir mal die helle Bade aus. Mal schauen. Erstmal meine Seelen wieder. Okay. Ob es jetzt besser ist, kann ich jetzt nicht so zu 100% sagen. Ich weiß halt nur, ich krieg sie besser weg. Gott, habe ich Schaden genommen schon. Hopp!
Willst du mich verarschen? Du willst mich verarschen, ne? Oh, das ist es sogar. Das ist es. Big Daddy! Scheiße, jetzt zu viel aus. Was ist los mit dir? Komm her, komm her. Okay, tot. Und dir? Haut ihr ab? Ja? Würde ich an eurer Stelle auch tun? Los, haut ab. 12.910. Radfuhr zu jeder Rattenschwanz. Was kann ich für eine Bosswaffe bitte aus der Rattenvorhutseele machen? Was? Ich vergifte meine Gegner extrem. Das vielleicht? Und, naja, 12.010. War jetzt nicht unbedingt viel. Reicht vielleicht wieder für 2 Level-Ups. Oh hey! Willst du mich auch töten? Nein? Willst du mich reden? Place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Okay, sehr tiefgründig und vielleicht auch wahr, aber okay. Is that a rat tail, human? Last one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender? And pledge thyself to me. Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Ey, das hat ein König. Machen wir einfach mal. Jo, kein Ding. Ich weiß noch nicht, was ich davon jetzt hab, aber okay. Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Human, thou mayst serve. Take this ring. It was forged by a human who was once among us. Wappen der Ratte. Okay. Draws to thee those who would defile our burrow. Was? Wear the ring whenever thou art near. And destroy those who would dare provoke our ire. I will grant unto thee all thou shouldst so desire. I prithee serve with a true rat's honor. Speak thy mind. Kann ich jetzt irgendwas bei dir holen? Rosturne, zerstört Ausrüstung. Boah. Vergiftet Feinde, wirkt auf euch. Wirkt auch auf euch selbst. Och ja, geil. Stärkt vorübergehend Giftresistenz. Klingt cool. Ach, das ist die Frucht. Stärkt vorübergehend Blutungsresistenz und vorübergehend Versteinerungsresistenz. Also halt so immun. Ich gebe mal meinen Rattenschwanz. Denen die Sachen eigentlich zu geben. Ich habe nie wirklich verstanden, was soll ich damit? Mit dem Eid. Was bringt mir das? Ich habe es nie verstanden. Das sieht doch schon so einladend aus. Okay. Hat die so ganz geklappt. Noch ein Wahrheitsverkünder. Was ist denn los? Geht schon wieder so weit runter. Puh. Blutungsstein. Hey. Das wollte ich schon immer haben, glaube ich. So, wie komme ich da rüber? Loot, loot! Oh! Nein! Hau nicht doch ab! Ach, du Drecksvieh! Nee, da will ich jetzt nicht runter. Ich will meine Truhe hier. Und die hole ich mir. Ach Mann, aber dann ist das eigentlich wichtig. Scheiße. Ach Gott, das nervt. Aschenknöchelring. Noch ein Ring. Ah, verdammt. Heimatknochen. Oh Gott, die. Was hast du da? Harz. Noch so ein Suizider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Seele möchte ich jetzt ungern verlieren.
Okay, sehen habe. Lief jetzt gar nicht so gut, wie eigentlich erst gewollt. Kommt jetzt noch einer von denen? Bitte nicht. Das muss jetzt gerade echt nicht sein. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu riskant an der Sache, aber hey. Große Heilung, yay. Jetzt sind wir bei WoW. Oh hey, einer zum Spielen. Na Kinder, wollen wir Ihnen zeigen, wie das geht? Oh ja. Na dann. Hi, Großer. Wow! Ey! Bist du vertraut mit dem Nameless King? Der ist auch so ein toller Typ. Kranker Typ hier. Ich meine, wer ist Nameless King? Ich habe noch nie gehört von dem. Hey, eine Truhe. Öffnen. Falle? Nö. Knochenstaub. Sehr geil. Können wir wieder unser Flakon verstärken. Was haben wir hier noch? Nicht viel. Einen weiteren Weg nach unten. Das sieht jetzt so aus, als ob ich hier irgendwie so diesen Zunftgebiet aus dem ersten Teil gehen würde. So sieht das hier aus und hört sich auch genauso an. Achso, so wird schnell wieder runterkommen. Oh! Menschenbild! Keine falsche Bewegung. Das hätte jetzt schief gehen können. Schimmernder Lebensstein. Ist ziemlich verwirrend hier. Warum? Warum ist das hier so verwirrend? Wupp! Ich habe eigentlich gehofft, irgendwann mal ein Bonfire zu haben. Eine Truhe! Again! Zeichen des Grolls. Gibt da wieder so eine Magiekacke. Beweis für Sieg über andere Herrscher. Was? Was soll ich mit dem Müll? Ach, kommt schon. Ah, da geht's ja. Dank. Schön. Schön. Irgendwie traue ich der ganzen Sache hier nicht. Au! Das habe ich. Ah, komm schon! Willst du mich verarschen? Die feiern immer wieder, wenn ich da lang laufe. So haben sie mich nicht getroffen. Cool. Das Loch. Und kein Bonfeuer weit und breit. Ernsthaft jetzt? Da ist ja echt gar keins. Was soll das? Habt ihr eine Ahnung, wie weit ich immer latschen? Warte, da unten ist es. Okay, wie stellen wir das jetzt an? Ich sehe kaum was. Am besten so. Ich will nämlich gerne mal zurück nach Banjula und aufleveln und den Part mal beenden, wenn es okay ist. Oh Junge, nächstes Gebiet, das wird mich nicht gleich sofort wieder ankotzen. Nein, nein. Scheiße, ey. Ah, die hat auch schon keinen Bock darauf. Guckt sie euch an, wie sie da sitzt. Oh, nee. Aufsteigen, Madame. Vita. Danke.
Okay. Gut, Leute, aber das war der Part. Wir haben ja wieder ein bisschen was gesehen. Erlebt. Alles drum und dran. Und wie es weitergeht im Loch, sehen wir im nächsten Part von Dark Souls. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.